Jetzt passen wir noch die Lautstärke an. So, bitte fang an, Bodo. Ja, zwar schon mal vielen Dank, dass ich auf diesem Wege bei euch sein darf. Und wir haben euch so bemüht, dass ihr ja, das auch gut technisch klappt. Vielen Dank nochmal dafür. Die Eingangsfrage, die ich vorhin vernommen habe, war ja auch, was verstehe ich unter Liebe? Und für mich heißt, einen Menschen zu lieben, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Und das spiegelt ein Stück weit auch wieder, worum es bei uns im Unternehmen geht. Denn wir, wie in der Öffentlichkeit bekannt, über Wertschöpfung durch Wertschätzung sprechen. Das klingt ja erstmal ein bisschen komisch, aber letztendlich haben wir den Unternehmenszweck darauf abgestimmt, den Sinn unseres Handelns darauf abgestimmt, Menschen zu stärken. Und zu stärken im Sinne der Gesundheit, dass sie sich psychisch, physisch und sozial wohlfühlen. Und eine Voraussetzung dafür ist, dass sie wieder mit sich selbst in Verbindung stehen, ihre eigenen Wahrheiten mit ihrem Kind. Und das ist die primäre Aufgabe des Unternehmens, den Menschen dabei zu helfen, sich wieder ihrer selbst, ihrer eigenen Wahrheit bewusst zu werden, dass sie sich selbst so wahrnehmen können, wie sie gemeint sind. Und dass sie eine Ahnung davon bekommen, was alles in ihnen steckt. Und das bedeutet für mich eben als Unternehmer, den Menschen dabei zu helfen, sie dabei zu unterstützen, das Leben wieder. Ja, und das geschieht, indem sie sich selbst kennenlernen. Und darauf haben wir uns so eben ausgerichtet, zu 100%, den Sinn des Unternehmens so auch formuliert, Menschen stärken. Und so ist eben auch ein neues Hotel entstanden, was diesem Anspruch bestenfalls gerecht wird, denn in einem normalen Hotel geht es um andere Motive der Gäste. Die kommen nicht unbedingt dorthin, um sich selbst wahrzunehmen. Da geht es mehr um die Flucht in die Sinne als um die Sinnsuche. Ja, da geht es mehr vielleicht um den Konsuminfarkt als um geistige Mündigkeit. Und so haben wir direkt auf dem Deich, in dem einzigen Hotel Deutschlands, das auf dem Deich steht, in Bremen, jetzt ein neues Projekt gestartet. Das nennt sich Hubleben. Hubleben ist ein plattdeutsches Wort und heißt übersetzt aufleben. Also ja, wieder Leben wecken, dass die Menschen abends aufrecht nach Hause gehen, als sie morgens gekommen sind. Und das ist wie so ein Gewächshaus, ne? Ein Gewächshaus mit festen Strukturen. Wir haben die klösterlichen Strukturen dort ins Hotel geholt, ohne jetzt eine Religion dort zu verfolgen, sondern einfach die Strukturen, das heißt, Pausen bestimmen den Tag. Es wird in der Gemeinschaft, wird dort gegessen, nicht ab einer bestimmten Uhrzeit, sondern immer zur festen Uhrzeit, wie früher in der Familie. Die Schüsseln kommen auf den Tisch. Die Mitarbeiter sind nicht einfach Mitarbeiter, sondern ich nenne es mal Geburtshelfer, ja, also auch Coaches und Trainer, die Menschen dabei unterstützen, eben erst einmal ihre Rolle abzulegen, weil sie sich freimachen können in diesem geschützten Raum von ihrer Rolle oder den Rollen, mit denen sie durchs Leben gehen, und ihnen dabei zu helfen, einfach zu sein. Gegenwärtig vor allen Dingen auch zu sein. Dazu dient die Meditation, die regelmäßig angeboten wird, und auch die Gemeinschaft, wo es dann im Kern darum geht, als Mensch zu wachsen. Also es ist ja wie so ein kleines, zartes Pflänzchen, wenn wir uns auf die Reise begeben, uns unserer selbst bewusst zu werden, dass dort entsteht. Und viele äußere Umstände machen dieses kleine Pflänzchen, was dort entsteht, dann häufig auch kaputt. Ja, die Gesellschaft, die Norm und das, was uns alles umgibt, die sich noch nicht so sehr damit beschäftigen. Ja, und an diesem Ort wollen wir halt den Raum dafür schaffen, dass so ein zartes Pflänzchen, also dieses zarte Pflänzchen der eigenen Wahrheit des inneren Kindes, tatsächlich auch gut gedeihen kann, um über einen Zeitraum dann auch so stark zu werden, dass es dann auch in die freie Natur ausgesetzt werden kann und dann auch dort den Widerständen trotzen kann. Ja, und das ist das Problem. Und wir haben einen zweiten Punkt bei uns im Unternehmen, also es geht nicht nur darum, Menschen zu stärken, sondern auch die Umwelt zu schonen, weil das gehört für uns genauso dazu, die Schöpfung eben mit einzubeziehen. Und das Wort schonen kommt ja von schön, ne? Alles das, was ich schone, bleibt auch schön. Und das wollen wir bewahren, und so ist dieses Haus auch eben darauf ausgerichtet, dass es dort saisonale Produkte gibt, lokale, regionale Produkte gibt und
wir weitestgehend auf all das verzichten, was den CO2-Fußabdruck dann noch deutlich erhöht. Also in der Summe ist es vielleicht ein Ort, den wir uns ein Stück weit von den Benediktinern abgeschaut haben. Ja, ein Benediktinerkloster, der heilige Benedikt hat ja im 5. Jahrhundert auf dem Monte Cassino ein Kloster geschaffen mit dem Ziel, Menschen zu stärken, mit dem Ziel, eine friedvolle Gemeinschaft zu gestalten, und hat diese Lebenswege dafür entworfen, die Regel des heiligen Benedikt. Und die versuchen wir halt heute 1500 Jahre später eben wieder in die Praxis umzusetzen und neu zu interpretieren. Also was bedeutet denn das? Also Kraftquelle Tradition heißt, dass wir das Bestehende vereinen mit dem unbedingten Willen, auch etwas weiterzuentwickeln. Und das entsteht auf dem Deich. Und da schauen wir, was passiert. Wir öffnen im Januar und es ist ein Projekt, es ist ein Abenteuer, das wir angefangen haben, von dem wir nicht wissen, wie es enden wird. Ist auch gar nicht wichtig, denn da halte ich es tatsächlich so, dass Hoffnung eben nicht der Glaube daran ist, dass es gut ist, sondern die Gewissheit, dass es Sinn macht, egal wie es ausgeht. Und in diesem Sinne, ja, das ist mein Beitrag. Ja, vielen herzlichen Dank, Bodo. Danke. Und ich weiß, dass du ja mit dem eigenen Austausch bist. Wir sprechen ja von den Herbergen, die wir jetzt in den Mittelpunkt rücken wollen. Und wir arbeiten jetzt in einer Arbeitsgruppe dann an einem roten Faden. Und holen dich dann anschließend auch wieder hier mit ins Boot, mit herein, wie wir eben diese Herbergen miteinander verknüpfen können und hier gemeinsam etwas in einer Größe und Fülle dann auch umsetzen. Okay, wunderbar. Dann wünsche ich allen Beteiligten viel Erfolg und viel Freude. Ja, danke und dir einen schönen Tag und alles Gute für deine Familie. Ja, danke, bis dann. Tschüss. Danke, tschüss.